die Welt, die ist ja auch am, ach, die ist auch am Abgrund. Da kannst du auch machen, was du willst. Wir haben nur noch so ein bisschen Spaß über Bremen und ein bisschen so. Und auf der Straße hast du keinen Spaß mehr. Du hast, wenn du irgendwo hingehst, keinen Spaß mehr. Du hast im Kino keinen Spaß mehr, hatte ich gerade schon mal angesprochen. Weil es ist ja so, ein zivilisiertes Verhalten der Menschheit stirbt ja aus. Nicht von allen, von ein paar. So, ne? Nicht, bevor es gleich wieder Shitstorm gibt, ne? So, aber das ist ja... Aber ein Witz. Ja, aber wenn ich jetzt das Video beende, haben wir für morgen das Kino-Ding. Setz dich doch hin für das Kino-Ding. Ich mag mich jetzt aber nicht hinsetzen für das Kino-Ding. Weil ich bin jetzt emotional geladen. Also aus dem Platz der Schule unter mir. Und außerdem muss ich auch schon wieder seit 20 Minuten weg sein. Weil ich habe um 12 Uhr einen Termin in Zehntel. Das schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Aber ist egal. Ja, aber es ist ja so. Also das Kino-Thema, das geht mir so auf den Sack. Ne? Warum warst du denn gestern? Was läuft denn gerade Besonderes? Minions habe ich geguckt. Den neuen. Haha, der ist geil. Der ist lustig. Kommt nicht bald ein neuer Jurassic World? Den habe ich auch schon gesehen. Der ganz neue? Ja. Ist der schon drin? Der ist schon drin. Ist der gut? Der ist gleich schon wieder raus. Den will ich jetzt. Bis du mal irgendwo hinterkommst. Ja, sehr gut. Aber ich finde bei Jurassic Park haben die das übertrieben, ne? Das können die Zuschauer. Jurassic Park, wenn man so den ersten Teil, das wurde irgendwann zu viel. Ja, also der zweite geht noch und der dritte ist kacke. Ja, aber dann wieder so mit Jurassic World 1 ist geil und dann wird das einfach too much. Und, weiß ich nicht, obwohl die beiden, die haben so doch... Also ich hätte den dritten Teil auch ein bisschen anders gemacht, aber sie fragen mich ja nicht mehr. Aber sie jetzt mal einen auf die Schnauze kriegen, wenn ich dann jemand sage, was mal anständig. Weil die ja alle auch gar keinen Verstand mehr haben für sowas. Aber das ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall war ich auch da. Es geht ja einfach nur darum. So, man sitzt ja nur in so einem Kino. Man bezahlt ja auch viel Geld dafür. Was hast du bezahlt? Ist man auch bereit dafür zu zahlen. 12 Euro für eine Karte. Ist ja auch egal. Aber das geht ja nicht nur wegen die 12 Euro in der Karte. Das müssen die auch haben. Das verstehe ich auch. Wir hatten auch Corona, die hat auch zu. Das Geld muss auch irgendwo wieder herkommen. Verstehen wir alles. Da rede ich überhaupt gar nicht von. So, natürlich musst du dir ja noch eben holen. Cola, Popcorn, Scheiße, Dreck, Strunk. Nachos mit Käse. Nachos mit Käse ist ganz wie Doppelkäse. So, ne? Dann bist du mal auch eben schnell mit 50 Euro weg. Das ist nun mal auch so. So, damit machen die natürlich so richtig Kohle. Was das soll, weiß ich auch nicht. Damit zocken sie auch ab. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, die müssen Geld verdienen. Ja, aber 20 Euro weniger hätte es auch getan. So, aber darum geht es ja nun auch gar nicht. Es geht ja nur darum, dass man sich ja auch ein bisschen, wenn man so mit mehreren Leuten da ja auch sitzt, ne, da verhält man sich ja auch ein bisschen ruhig im Laden. Denn ich gehe da ja hin, um einen Film zu gucken. Einige habe ich so das Gefühl, auch immer ganz nur noch die, die hinter dir sitzen, ne, da habe ich immer so das Gefühl, als wenn die nur da hingehen, um zu stören. Die labern von Anfang des Films bis am Ende durch. Und das in einer Lautstärke. Ne? Und unabhängig, welche Altersgruppe, das gibt es doch gar nicht. Das sind die einen. Dann hast du die, die gehen alle 10 Minuten auf ein Scheißhaus. Wenn ich alle 10 Minuten auf ein Klo muss, dann muss ich zum Arzt gehen, weil dann kann bei mir was nicht richtig sein in meinem Körper. Ich kann nicht alle 10 Minuten auf ein Scheißhaus rennen und grundsätzlich durch die ganzen reinlaufen und alle anderen stören, die in Ruhe einen Film gucken wollen. So, geht auch nicht an. Dann ist die zweite Fraktion. Dann kommt die dritte. Hey, ich will mich im Kino besaufen. Da ist Kino ja da. Weil sie nicht 2 Stunden schaffen, ohne Fusel, Gesindel verflucht ist. Dann rennen sie raus, auf ihr an allen vorbei, hauen sich so die Hocken dicht, die machen nachher so Alarm und sind so am Lachen und so am Grölen und am Reden, dass du den eigentlichen Film nämlich gar nicht mehr hörst. Das ist auch der Hauptgrund, mit wo ich jetzt auch für mich entschlossen habe. Ich warte noch einen Monat oder zwei, dann kann ich mal Prime kaufen, Netflix, Disney, man will sie ja alle mal erwähnt haben, ne? Scheißegal wo, dann setze ich mich zu Hause auf dem Sofa und dann gucke ich das in Ruhe. Aber da muss ich was zu sagen. Ich habe ja. Also ich habe Sky, Prime, Netflix, Magenta. Habe ich auch alles. Ja. Erstmal wegen Bundesliga gucken. Ne? Du musst ja ausschließlich für Freitag, Samstag, du musst ja alles haben. Mhm. Aber die Romantik des Kinos war ja früher so. So genau. Habe ich das noch. Genau. Fernsehzeitung. Genau. Donnerstagabends war immer so Kabel 1, ProSieben. Oh geil, guck mal, Jurassic Park kommt. Hast dich deines Lebens gefreut. Bist ins Kino gerannt, hast einen Film geguckt. Ja. Heutzutage gibt's das nicht mehr. Ich sitze abends vor Netflix und suche stundenlang einen Film, genau. Weil die Auswahl zu groß ist. Genau, aber das ist ja auch, wie du ja auch schon sagst. Ins Kino geht man ja nur, man braucht den Film nicht gucken. Den kann man auch einen Monat später gucken. Das geht wirklich auch nicht darum. Zum 20%, ja. Aber es geht ja auch um das ganze Flair. Kino-Flair. Um das Kino-Flair, um das Tolles. Und wir sind gerne Filmegucker und sowas nicht. Und das hast du halt alles durch solche Menschen hast du es versaut. Das ist auch schon so, wenn du dann aufstehst. Wir verlassen unseren Kinoplatz vernünftig. So. Da gehst du durch die Reihen, da musst du erstmal mit dem Schneeschieber durchfahren, mit dem elektronischen, damit du überhaupt den Weg lang kommst. Weißt du, und so weiter. Das ist doch alles nicht mehr normal. Wollen wir das Video seriös beenden? Bitte eh nichts.
Stell dich hinten an. Prinz? Das ist ein Trick, ne? Ach, hallo Fabian, moin. Was meinst du? Moin, hallo.